Thank you for the introduction. Ich mache auf Deutsch weiter Hallo. Ja, auf dem Römer mal für den Süden. Das ist doch was Schönes heute, wo die feierliche Einweihung der EZB nach nur 12 Jahren Bauzeit. Ne, toll, 1,2 Milliarden hat es gekostet, wir haben es bezahlt. 1,2 Milliarden, das ist das, was die Griechen in den letzten 14 Tagen an den IWF, an die EZB und an die EU-Kommission haben zurückzahlen müssen, damit die Gläubiger zufrieden waren. Deshalb war wahrscheinlich auch Tarek Al-Wazir bei dem kleinen Festrädchen heute in der EZB so seltsam betreten. Weil, ja, er hat so rumgedruckst und hat gesagt, sowas habe ich ja noch nie eröffnen müssen. Wie peinlich ist das denn für mich? Und er hat dann gesagt, aber der Protest wäre falsch, also gegen die EZB. Man sollte doch vielleicht auch bei anderen Banken mal, sage ich Tarek, gern, wenn die Deutsche Bank nach all ihren Konventionalstrafen noch ein bisschen was übrig hat und was Neues baut, sind wir wieder dabei. Nein, das ist ehrlich. Das ist schön, dass hier auch der Platz so voll ist. Und dieser Neubau der EZB, das hat die Taz gestern so schön auf die Titelseite gewuchtet, dieser erhobene Bankenturm, und hat getitelt, Europa zeigt Varoufakis den Stinkefinger, weil es gibt ja nur diese Diskussion, dass Varoufakis doch vielleicht mal den Stinkefinger gemacht, aha, und es wäre niveaulos. Ich sage, wir haben einen Finanzminister, der 100.000 Mark Schwarzgeld in sein Büro gebunkert hatte. Viel niveaulos. Wolfgang Schäuble, der manisch seine schwarze Null verfolgt, wie Captain Ahab damals den weißen Wal. Das wird nicht gut, aber natürlich sind alle, der auch sich nicht weigert, die Troika immer noch Troika zu nennen, obwohl doch jetzt zur Besänftigung Griechenlands die Troika so sanft die Institutionen heißt. Kennt man von dem Schokoriegel, ne? Reiter heißt auch schon seit längerem Tix, zieht einem mit seinem Karamell aber immer noch die Plomben aus dem Backenzahn. Nein, das ist natürlich, sind alle seit der Wahl in Griechenland verunsichert, weil wir vorher ja bei uns in Deutschland schon dieses Horrorergebnis aus Thüringen zu verkraften hatten. Dass Thüringen, das kleinste Bundesland im Osten, von einem linken Minister. Und es ist nichts passiert. Die Regierung ist 100 Tage im Amt. Ich war neulich in Jena, es gibt immer noch Würste. Wovor hatten die Angst, dass sich Stalins Faust aus den Abwasserkanälen von Erfurt reckt, um Deutschland, Europa, die Welt mit dem Urschlamm der Verdammnis zu überziehen? Jetzt fürchten schon viele die neue Achse Erfurt-Athen. Die neue Achse des Bösen. Bin ich froh, dass George W. Bush nicht mehr im Amt ist. Der hätte sofort Marschflugkörper geschickt. Okay, die wären woanders gelandet, aber egal. Nein, natürlich ist der Aufreger wegen Griechenland, weil Griechenland es gewagt hatte, die alten konservativen und sozialdemokratischen Kleptokraten abzuwählen. Seitdem ist Europa in Schockstarre. Das Mutterland der Demokratie hatte es gewagt, so zu wählen, wie es der Rest von Europa nicht gewollt hat. Eine Unverschämtheit. Dabei gab es doch Warnhinweise im Vorfeld. Die Bild-Zeitung hatte getrommelt. Wehe, ihr wählt so, von uns kriecht ihr nichts. Auch unsere Kanzlerin hatte sich eingemischt. Von wegen, mal genau überlegen, also der Reformkurs. Sie hat sich bei ihrem konservativen Kumpel Samaras angewandt. Liebesdienerisch, von wegen, ich komme auch gerne zur Wahlkampfunterstützung vorbei. Da hat der aber nur gemeint, oh heiliger Gyros. Besser nicht, dann fällt mein Wahlergebnis noch katastrophaler aus. Und es hätte wieder tausender Polizisten, Scharfschützen, Kampftaucher, leergeräumter Straßen und sicherter Schützenpanzer bedurft, um unserer Regentin zu zeigen, wie beliebt sie im südlichen Teil Europas ist. Nein, Griechenland, seit fünf Jahren müssen die Griechen herhalten, um zu verschleiern, was die angebliche Euro-Krise von Anfang an war. Eine Banken- und Finanzkrise. Und da waren die Regierungen, es hat keiner ins Konzept gepasst, weil jede Regierung gesagt hat, wir müssen aufpassen, wir dürfen doch unsere Arbeitgeber nicht verärgern. Und da war Griechenland geboren als Boxsack, auf den früher hat man immer gesagt, wir gehen heute Abend mal wieder zum Griechen. Heute heißt es Grieche.
Der Grieche, der faule Sackel, der Grieche. Weil unsere Regierung beim Griechen-Bashing einen Verbündeten hat, die gesammelte Springerpresse, die Bild-Zeitung, das Biotop für verhaltensgestörte Journalisten. Seitdem wissen wir alles, die Radikalos, die Rafkes, die Griechen, es findet seine Fortsetzung in vorgeblich seriösen Medien, wie dem Spiegel, der einen Tag nach der Wahl getitelt hatte, Geisterfahrer Tsipras, der Albtraum Europas. Gut, nun muss man wissen, der ehemalige Hauptstadtchef der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, ist jetzt Chefredakteur beim seriösen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und seitdem geht es dauernd. Früher galt der Spiegel mal als das Sturmgeschütz der Demokratie. Heute verkommt er zum feuchten Zündplättchen des Kanzleramts. Und kaum. Und kaum waren die neuen Minister im Amt, zwei Tage später im Spiegel. Die tragen ja nicht mal Krawatte. Das ist das Gütesiegel für Seriosität und Kompetenz, wie man es aus Chefetagen von Investmentbanken und Unternehmensberatungen kennt. Oder wenn bei uns aus der Nachbarschaft mal wieder Kinderschänder und Finanzverbrecher verhaftet wurden, dass sie die Nachbarn auch immer überrascht und sagen, der hat die Mensch Lips angehabt, weil es gar nicht überrascht. Dann kam dieser Varoufakis, auch noch so ein Frauentyp, ne? Ja, ja, da waren die Stammtische gleich wieder auf Linie. Beim Kohl haben die Weiber nicht so verrückt gespielt, aber bei dem kam Schlips und Hemd über der Hose. Wer soll endlich liefern, hat der Eurogruppenchef Jérôme Dijsselbloem aus Holland gemeint. Jérôme Dijsselbloem hat gesagt, muss liefern der Star-Ökonom Dijsselbloem, der bei jedem EU-Gipfel rumgockelt, als hätte man ihn gerade für die nächste Trash-Staffel des Bachelor engagiert. Der Vorgesetzte aller EU-Finanzminister, der immer sagt, ich repräsentiere die Eurogroup. Dijsselbloem ist studierter Agrarökonom, war 50 Tage lang niederländischer Finanzminister und hat nach dem Finanzcrash auf Zypern den berühmten Satz geprägt, die Zwangsenteignung der Sparer auf Zypern ist nur eine Blaupause für das, was Europa noch bevorsteht. Da waren alle entsetzt und haben gesagt, bist du wahnsinnig? Das stimmt ja. Aber das darfst du doch öffentlich nicht so sagen. Da hätte er sich ein Beispiel an seinem Vorgänger nehmen sollen, Jean-Claude Juncker, der große Zauberer. Ne? Der hat aus Briefkästen und Schließfächern ein ganzes Land geformt. Und von Juncker, von Juncker stammt der ehrlichste Satz, den je ein Politiker ausgebläht hat, wenn es ernst wird, muss man lügen. Das ärgert jetzt den Dijsselbloem, der seine eigene Wahrheit sagt, ich lüge nie, ich sage nur meine eigene Wahrheit. Und jetzt muss der Bauernbeauftragte der EU sich mit einem griechischen Finanzminister auseinandersetzen, der Mathematik und Finanzwesen studiert hat, in Cambridge in Australien gelehrt und seine Professur in Texas an den Nagel, thank you, mate, an den Nagel gehängt hat, um seinem Land zu dienen. Da waren die... German Technik. Da waren die EU-Beauftragten irritiert und haben gesagt, was, ein Fachmann auf so einem Posten? Wo kommen wir hin, wenn das Schule macht? Genauso haben sie die Syriza-Partei verurteilt und haben gesagt, da kommen die an und sagen, man muss Wahlversprechen auch umsetzen. Was verstehen die bitte unter Demokratie? Natürlich haben unsere Herrschenden Angst, weil sie sagen, vielleicht könnte jetzt in Spanien wird gewählt in diesem Jahr, in Portugal wird gewählt und in Spanien auch wieder so ein Schlipsloser. Heißt doch noch Iglesias. Und führt jetzt schon in den Umfragen, wenn die spanischen Rentnerinnen da was verwechseln, wird das ein Kantersieg. Und er hat einfach nur gesagt, wir wollen wieder die Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die Märkte. Da waren bei uns alle irritiert und gesagt, das darf man doch nicht machen, um Gottes Willen, nur hey, die Märkte, kann man doch nicht so sagen, die Märkte, es geht doch nur um die Märkte und die Ratingagenten und die Märkte. Warum kuschen unsere Politiker so vor den Märkten, weil keine Politiker von Format mehr da sind? Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Jahr wäre sein 100. Geburtstag mal einen Franz Josef Strauß in den Zeugenstand rufen müsste. Aber kann man sich bei dem vorstellen,
Der wäre irgendwann mal angekommen, wenn ich gesagt hätte, oje, oje, oje. Pass auf, wir müssen verdammt vorsichtig sein. Wir müssen unsere Worte genau wägen und wählen, was wir sagen wegen der Märkte. Wir dürfen die Märkte nicht verunsichern. Das Kapital ist ein scheues Reh. Wir müssen verdammt aufpassen, oje, 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 oje. Hä? Der wäre angekommen, der hätte nur gesagt, wer sind denn die Märkte? Was wollen denn diese Märkte? Der Markt hat eine dienende Funktion. Und zwar mir gegenüber. Und da wäre Ruhe gewesen. Bei uns. Bei uns findet alles rum und die große Ratlosigkeit nach der Wahl in Griechenland. Jetzt kommen die ganz Schlauen, in erster Linie die kompetenten Intelligenzcontainer von der CDU. Alle Talkshow-Größen von Bosbach über Wellmann bis zum unvermeidlichen Mittelstandsexperten und Fraktionsvize Fuchs zeigen sich plötzlich erschüttert darüber, dass stinkreiche Räder in Griechenland keine Steuern bezahlen. Auf einmal, also seit Ende Januar, also seit Syriza an der Macht ist scheinbar. Vorher war das alles. Und ich bin mal neulich durch den Hamburger Hafen und habe gehört, so viele Schiffe, auch mit deutschen Namen und keine deutsche Flagge. Wo sind die registriert? Da war ich vor 3 Wochen in Bonn, bin am Rhein spazieren gegangen, da liegen die ganzen Ausflugsschiffe noch da. Da kam ich vorbei am Stand der Köln-Düsseldorfer Reederei, da lag die Stolzenfels. Tolles Schiff, ne? Die Stolzenfels. Und ich gucke hinten den Wimpel und sage, was ist denn das für Fahne? Und dann sehe ich, wo die Stolzenfels registriert ist. La Valletta Malta. Die Stolzenfels fährt von Bonn nach Koblenz und wieder zurück. Und ist in Malta registriert. Da habe ich gesagt, was soll, weiß nicht, was soll das bedeuten. Aber wenn die zu ihrer Jahresinspektion nach Malta muss, 200 Meter auf dem offenen Meer, blub. Nee, nein. Nein, weil alle sagen, das Nicht-Konforme, das aus Griechenland kommt, da sind unsere Politgestalter, dass dort andere sind mit Ecken und Kanten, die sich nicht an das rundgelutschte Politgebaren halten, das unsere Experten prägt von wegen sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist das Einzige, was man von unserer traditionellen Politik noch lernen kann. Ganz empört, vorneweg wie immer, der Fraktionschef der Union, Volker Kauder. Volker Kauder, ein ganz sympathischer Mann. Er hat gesagt, mich stört der Ton aus Athen, sagt Volker Kauder, der vor ein paar Jahren gesagt hat, in Europa wird jetzt wieder Deutsch gesprochen. Und er stört sich über den Ton aus Athen. Er hat gesagt, gerade ein Linkspopulist wie Tsipras sollte Interesse daran haben, die Reichen im Land und die Vermögen endlich höher zu besteuern. Sagt Volker Kauder, der im Bundestag immer dann, wenn einer sowas fordert, der Erste ist, der ans Rednerpult wälzt, Bodycheck, und sagt, was Sie wollen, ist die fleißigen Leistungsträger aus diesem Land vergraulen. Es hat sich alles verschoben. Ursache und Wirkung wird ersetzt durch Trial and Error. Die Süddeutsche Zeitung, das wirtschaftsliberale Tageblatt, hatte den schönen Aufmacher im Programm, immer mehr Griechen plündern ihre Konten und steigern so die Not der Banken. Moment. Also da haben wir jetzt aber was verwechselt. Es waren doch die Banken, die Not der Griechen. Aber so kompliziert wollen wir nicht denken. Wir wollen es einfach. So wie es der große Europa-Entbürokrator Edmund Stoiber beim politischen Aschermittwoch in Passau den in die Promille benebelten Resthirne gehämmert hatte wegen Griechenland. Wie viele Dritte? Er als Einheizer. Wie viele Dritte? Also Dritte. Wie viele Dritte kann man der Kuh geben, die man melken will? Aha. Nein, dann lieber die Wirtschaftsdoktrin der EU. Sparen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Da kann man einem Bauer auch sagen, stell deine Kuh auf ein Stück Asphalt und wenn sie wieder Milch gibt, dann gibt's auch wieder Gras. Aber wir... Wir mögen es einfach... So wie es uns Paul Ronsheimer in der Bild-Zeitung ständig einhämmert. Alle Griechen sind faul, sie vertanzen und versaufen unsere Rente und sind sowieso alles verkappte Russen. Nein, nehmen wir die Vielfalt von Europa an und wehren wir uns gegen das, was unsere Austeritätsikone Angela Merkel vorgibt. Alle in Europa müssen so werden wie wir. Um Gottes Willen, wie langweilig wird das dann? Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Roman. I protest. Liebevolle Revolution.